Der Michel, Hamburgs Wahrzeichen, blickt auf eine noch schlafende Stadt. Nach München und Essen wird heute hier das britische Instrumental- und Gesangquartett, genannt die Beatles, zum Gastspiel erwartet. Noch ist alles ruhig, nur die letzten Schwärmer der Nacht befinden sich auf dem Wege nach Hause. Dieser bemüht sich noch und er hat es nicht mehr geschafft. Auf dem traditionellen Fischmarkt ist, wie an jedem Sonntagmorgen, schon Betrieb. Allerdings sind dieses heute nicht die einzigen Frühaufsteher. Denn viele Beat-Freunde sind auf dem Ahrensburger Bahnhof, um ihre im Sonderzug ankommenden Idole zu begrüßen. Sind sie also da, die berühmtesten Vertreter der Beatmusik. Für die Dauer ihres Aufenthalts wohnen sie im Schlosshotel Tremsbüttel. In Einsatzbesprechungen beim Kommando der Schutzpolizei mit Vertretern des Bravo-Verlages, des Veranstalters, der Jugendbehörde und anderen betroffenen Institutionen waren Einzelheiten festgelegt worden, um einen störungsfreien und reibungslosen Verlauf des Gastspiels zu gewährleisten. Alle eingesetzten Polizeiführer beschäftigten sich sehr eingehend mit ihrer bevorstehenden Aufgabe. Neueste psychologische und pädagogische Erkenntnisse wurden vom Polizeibezirk Mitte bei der Planung und Vorbereitung des polizeilichen Einsatzes berücksichtigt. Der Kartenvorverkauf fand schon einige Wochen vorher am Eingang zum St. Pauli-Sportplatz statt. Meinen Sie, dass das viel Krawall geben wird? Also in der Ernst Merkele glaube ich nicht, weil da so viele Polizisten sein werden. Ne? Ich glaube, in der Ernst Merkele wird es keinen Krawall geben, sondern mehr vor Tür. Ich meine, los sein wird nur was vor der Ernst Merkele, was draußen vor ist. Aber drin glaube ich gar nicht mehr. Wie machen Sie das nur heute mit der Schule oder müssen Sie arbeiten? Ja, ich schwänze mit. Nein, heute Nachmittag erst. Heute Nachmittag erst. Und wie ist das bei Ihnen? Einer der Glücklichen, der jetzt mit Ruhe dem Ereignis entgegensehen kann. Die Polizei musste diese Zeit noch nutzen, um ihre letzten Vorbereitungen zu treffen. Nach den gemachten Erfahrungen beim Rolling Stones Gastspiel werden die umliegenden Straßen um die Ernst-Merkt-Halle rechtzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Dieses weiträumige Vorfeld kann nur von Besuchern durch drei Vorkontrollstellen betreten werden. Hierdurch wird verhindert, dass die zu erwartende große Zahl Neugieriger den ordnungsgemäßen Einlass in den Veranstaltungsraum stört. Für Besucher mit gefälschten Karten gibt es somit keine Chance. Der Veranstalter hatte einen Teil der Karten außerhalb Hamburgs verkauft. Ein Reisebüro organisierte die Fahrten mit Sonderzügen der Deutschen Bundesbahn und Charterflugzeugen. Hier wieder Sonderzug, der rasende John von Braunschweig nach Hamburg-Dammtor. Planmäßige Abfahrtzeit 12.18 Uhr, hat einfach die Gleise ein. Vorsicht bitte. Pinseln. Sagen Sie, dass Sie ruhiger sind. Ja, ich glaube, ich kann mich im Zaum halten. Kann ich Sie fragen, Sie sind ja ein Teenager. Würden Sie sich immer in Gewalt haben oder können Sie es nicht wissen? Wissen Sie nicht. Jetzt eine andere Frage. Sie haben doch gehört, dass bei den Rolling Stones Krawalle war. Ja. Meinen Sie, dass es dazugehört zu einer Beat-Veranstaltung, dass Krawalle entstehen müssen? Nein, glaube ich nicht.
nicht. Das gehört nicht dazu. Gehört nicht dazu. Die Besucher sind sich über den äußeren Ablauf der Veranstaltung einig. Aber die Polizei ist daran interessiert, wie sich die Jugendlichen verhalten werden. Geht es Ihnen so, wenn Sie die Musik hören, dass Sie zeitweise nicht mehr wissen, was Sie tun? Gerade in Begeisterung. Nur Begeisterung oder geht es noch ein Stück weiter? Ich weiß nicht, wie es heute wird. Darf ich Sie noch mal fragen? Kennen Sie sich selbst so, dass Sie etwas sagen können, wie Sie sich bei Beatmusik verhalten? Ja, ich weiß das. Können Sie mir das sagen? Ja, also ich würde Ekstase raten. Ekstase raten. Eine Frage habe ich jetzt. Meinen Sie, dass bei Beat-Veranstaltungen die Polizei überhaupt tätig werden sollte? Nein. Oder nicht? Darf ich jetzt im Namen der Schutzpolizei Hamburg danken. Um ihre Beatles zu hören, kommen die Fans aus allen Richtungen Norddeutschlands nach Hamburg. Die Bundesbahn gab den Sonderzügen entsprechende Namen. Der Beatles-Sonderzug, der fliegende Paul, bitte alle aussteigen. Der Zug endet hier. Bitte alle aussteigen. Die Polizei tritt kaum in Erscheinung. Nur an den Einlassstellen unterstützen Beamte die Ordner. Wird es so bleiben? Der Kommandeur der Schutzpolizei sagt dazu: Wir stehen allen Veranstaltungen dieser Art aufgeschlossen gegenüber. Ich bin überzeugt, dass es in der Ernst-Merck-Halle zu keinen Ausscheidungen kommen wird. Mit den wirklichen Beat-Anhängern haben wir in Hamburg bisher kaum Sorgen gehabt. Aber andere Gruppen, wie zum Beispiel die Rocker, bereiten uns manchmal Schwierigkeiten. Wir haben alle Maßnahmen getroffen, um einen ungestörten Verlauf des Gastspiels zu gewährleisten und hoffen, gut über die Runden zu kommen. Nach dem Durchlass bitte die Karten nicht zu weit wegstecken. Bevor Sie in der Ernst-Merck-Halle sich befinden, müssen Sie die Karten noch einige Male an Kontrollstellen vorzeigen. Kein Aufwand wird gescheut, um im zünftigen Beat-Dress zu erscheinen. Am Eingang der Halle hatte der Veranstalter Ordner eingeteilt, um die Besucher zu kontrollieren. Gefährliche Gegenstände, Tonbandgeräte und Fotoapparate müssen für die Dauer der Veranstaltung abgegeben werden. Wie bereits vom Kommandeur der Schutzpolizei erwähnt, hat sich die Polizei in ihrem Kräfteeinsatz auf alle möglichen Vorkommnisse eingestellt. Auf dem Innenhof des Ausstellungsgeländes werden die Kräfte verdeckt bereitgehalten. Für die Aufklärung, die innere und äußere Absperrung einschließlich der Reserven, sind 650 Beamte eingesetzt. Hierzu gehören 29 Kradfahrer, 22 Reiter und 22 Hundeführer. Außerdem stehen zwei Wasserwerfer, drei Lautsprecherwagen und ein Gefangenentransportwagen zur Verfügung.